So, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Retro und heute wieder mit normalen Grafikeinstellungen auch, ne? Genau, und ich versuche jetzt hier die Folge schnell durchzubringen. Irgendwie leckt aber der PC, ich weiß nicht, ich hoffe es bessert sich. Ich habe gerade schon gemerkt, auch andere Programme sind betroffen, also wenn ich hier irgendwas hin und her ziehe, da ist das genauso und das stört natürlich. Okay, und ich glaube, ich wollte hier ganz viel Laub mitnehmen oder wie das war, ne? Muss ich mal schauen. Boah, jo. Okay. Ja, hier muss man das alles einzeln abbauen, weil man hier nicht so schön Insta-minen kann wie heute in den Versionen. Und da versuche ich mal mein Bestes hier. Zack. So. Braucht man eigentlich auch diese Ranken? Ich weiß gar nicht. Aber könnte von Vorteil sein, wenn wir die haben. Also nehme ich sie mal mit. Zack. Und die kann man hier halt auch null schneller abbauen als ohne Schere. Das ist auch komisch, weil das ja heute eigentlich Standard ist, dass das dann schneller geht. Aber okay. So, wir müssen mal in Nether gehen und alles, ne? Das wären auch noch so Geschichten. Habe ich bisher überhaupt nicht gemacht. Aber früher bin ich da auch am Start gewesen. Also es wäre jetzt auch nicht so, dass es keinen Retro-Charakter hätte, wenn ich jetzt in Nether gehe, ne? Also es ist schon auch in dieser Version nochmal ein Nostalgie-Effekt dabei für mich und ja, weil es hat er damals auch ganz normal zum Spiel gehört, ne? Aber man denkt es halt nicht, weil Nether eher immer so was Moderneres ist oder so. Und aber man muss ja mal überlegen, das gibt's schon seit der Alpha einfach, ne? Das fand ich damals auch krass, als ich das rausgefunden habe, dass sie in der Alpha schon den Nether eingefügt haben. Also, keine Ahnung, das war schon wild, würde ich mal sagen. So, jetzt ist ja mein anderer Laptop gerade durch mit Rendern, da muss ich mal das nächste starten, ne? Da geht's natürlich jetzt wieder um Boom Beach und Clash Royale. So, was nehme ich denn da? Da muss ich erstmal den Titel hier eingeben. Achso, das andere Dateiformat brauche ich. Sonst brauche ich es gar nicht rendern. Und zwar, das ist die 34. Folge gewesen. Ja, die war natürlich auch wieder scheiße, so ein bisschen, ne? Da bin ich ja nur AFK gewesen, beziehungsweise was heißt AFK? Es hat halt nicht geladen. Also, keine Ahnung, ne? Was soll ich da machen? War halt komplett dämlich. Und ja, ich muss mal wieder heute alles Mögliche machen, ne, wie die letzten Folgen immer. Ich denke mal, es wird jetzt noch eine ganze Weile so bleiben, dass ich immer von hier nach da springe und alles irgendwie gleichzeitig mache in diesem Projekt, ne. Also ich werde jetzt hier kein Projekt haben, an dem ich konstant nur arbeite, sondern das wird sich wieder etwas verteilen, ne. Ja, aber ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt zumindest hier wieder Fuß gefasst haben in der Region auch. Weil wir eine lange Zeit lang überhaupt nicht wussten, wie wir überhaupt wieder zurückkommen und alles. Und das war schon alles sehr problematisch. Da bin ich jetzt eigentlich wieder mit beiden Beinen hier, in der Base. Oh, ich kann nicht reden. Da bin ich jetzt wieder mit beiden Beinen in der Base angekommen. So, das wollte ich sagen. Und da hat man dann doch schon wieder mehr Perspektiven als vorher, würde ich behaupten. Okay, ich brauche mal eine Naturkiste und alles. Aber ich habe hier schon alles vergeben, ne? Wie es aussieht. Ja, dann brauche ich neue Kisten. Haben wir hier noch irgendwie Holz? Ja, doch. Aber nur Dschungel. Na, ich guck mal. Habe ich nicht hier. Ist das nicht auch Dschungel? Ja, doch. Lol. Dann machen wir einfach mal hier raus Kisten. Ich meine, dafür eignet sich ja. Und warum nicht? So, hier erstmal drei. Da können wir aber zumindest noch eine machen. Dann haben wir noch eine weitere Reihe hier. Also, was heißt Reihe? Da kann man zwei übereinander stapeln und das irgendwie schön nennen. Ja. So, und zwar hier würde ich hier, ja, ich rede wieder alles sechsmal oder so. Hier tue ich alles jetzt rein, was so grün ist, ne? Also einfach von der Farbe her. Das heißt, auch grüne Wolle muss da rein. Nee, Spaß. So, aber hier Zuckerrohr haben wir auch schon einiges mittlerweile. Rosen, ja, können durchaus auch da rein, warum nicht, ne? Ich meine, sowas wie Farbstoff kann man nochmal überlegen. Das würde ich dann in eine extra Chest einspeisen mit Papier und irgendwelchen Sachen. Aber hier, so ein Zeug kann da rein. Und Alter, ist gerade schon wieder so schön, diese Musik zu hören, ne? Das war auch heute so. Ich habe wieder Sims gezockt und das war wieder so ein Nostalgiegefühl. Ey, das feiere ich so, ne? Also, so brauche ich das. Und zwar ist ja jetzt gerade Nachmittag, ne? Montag und nachher habe ich noch Vorlesung tatsächlich. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen an, wenn ich hier so Montagnachmittag am Zocken bin, wie früher, wenn man irgendwie aus der Schule gekommen ist und dann Nachmittag alle Sorgen abgefallen sind und man einfach nur
so entspannt zocken konnte, ne? Boah, das war mal geil. Vor allem im Sommer hat es irgendwie auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, aber da konnte man mal so ein bisschen die Hitze vergessen. Ich meine, gut, früher war es noch gar nicht so heiß wie heute. Also ich muss sagen, vor 10 Jahren oder so oder vor 8 Jahren oder wie auch immer, da war es noch nicht so heiß wie jetzt. Also ganz ehrlich, ne? Das ist ja schlimm geworden. Boah, jo, ich habe da oben das noch nicht mal ausgetauscht. Okay, wusste ich auch nicht. Da brauche ich mal Dinge. Und zwar die. So. Ich weiß noch nicht mal, wo ich Lehm hin tue. Ah, hier oben, das ist noch nicht besetzt. Na, Moment, da muss ich mir was überlegen. Ach so, hier kam er ja noch gar nicht dran vorbei. Ah, shit. Oh Mann, ich muss hier wieder irgendwie einen Umweg nehmen, ne? So. Dann machen wir mal hier. Und ja, ich baue hier einfach alles weg. Hier muss ja später eh noch was anderes hin. Wenn man das ja durchsieht. Und zwar, ja, wahrscheinlich hier. Wie nennen die sich? Stonebricks, genau, wie hier auch schon sind. Ah, hier sind noch keine Treppen, stimmt. Ja, warum baue ich die da hin, ey, die ganzen Blöcke? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So. Dann machen wir hier die schon mal weg. So, habe ich noch mehr? Also sollte ich ja haben. Hier. Ah, so viel ist es gar nicht. Ja, wird schon reichen. Ah ja, und hier sieht man jetzt was? Ah ja, genau. Habe ich da drüben dann auch immer entsprechend. Ne, warte, hä? Hä? Ach, ich habe die Treppen da andersrum platziert. Na klar, das ist doch viel besser. Damit man das ja nicht sieht, diesen Spalt. So. Oh Mann, ey. Ich muss ja die ganze Zeit irgendwie zurechtkommen mit dem bisschen Platz, was man hier hat im Inventar. Oh nee. Ey, es klappt auch nichts. So, so. Jetzt endlich. Dann hier kann ja wieder Kies drauf wegen mir. Ja, aber vorhin hatte ich also richtig wieder diese alten Vibes vom Zocken in Sims. Ich weiß nicht. Ich feiere das immer, wenn ich so einfach diese Feelings von früher wieder habe. Ne? Weil das gibt einem so einen Kick oder so. Oder so eine. Ja, so eine Freude einfach, ne? Wenn man vor allem die positiven Erinnerungen, die man eben an die Vergangenheit hat, wieder aufleben lassen kann, ne? Das ist immer echt schön, muss ich sagen. Und sicher ist es nicht so stark wie damals, also ich denke mal, das kriegt man nicht hin, dass das genauso wie damals sich anfühlt, aber selbst wenn es nur so ein bisschen sich so anfühlt, ist es manchmal schon fast geiler, als wenn es sich genauso anfühlen würde, weil dann hast du noch sowas Verborgenes, sowas. Noch sowas, was man erreichen will, weißt du, so ein Ziel sozusagen, weil man ja das verbessern will, ne? Und vielleicht noch intensiver erleben will oder wie auch immer. Und dadurch, wenn man ein Ziel hat, ist es manchmal vielleicht sogar cooler, als wenn man das Ziel schon erreicht hat. So, wisst ihr, was ich meine? Weil wenn man das Ziel erreicht hat, dann, ja, ist halt irgendwie alles gemacht, alles erledigt und es gibt nichts mehr zu tun, so, aber wenn man das Ziel noch nicht erreicht hat, dann kann man immer noch gucken, wie man sich verbessern kann, zum Beispiel. Und ja, ist in manchen Situationen auf jeden Fall so anwendbar. Aber in manchen Situationen ist es auch so, dass man wirklich natürlich, wenn man das Ziel erreicht hat, froh ist, ne? Und dann irgendwie, ja, weitermachen kann. Meistens sind es dann auch so Zwischenziele, würde ich eher sagen, ne? Wie zum Beispiel auch eine Führerscheinprüfung kann man eigentlich auch eher als Zwischenziel sehen. Da musst du halt. Hast halt einen Leidensweg vorher, ne? Und dann hast du es geschafft und hast einen Führerschein und hast damit das Zwischenziel geschafft, dass du irgendwie dich qualifizierst zum Autofahren, ne? Und das eigentliche Ziel ist dann irgendwie später besser Autofahren zu können, weil du lernst ja nicht alles in der Fahrschule, sondern dann erst später beim praktischen Anwenden. Wenn man vor allem dann nach ein paar Jahren noch mal zurückblickt, da hat man dann wahrscheinlich mehr gelernt. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist einfach so, dass man natürlich in der Fahrschule nicht alles lernen kann. Deswegen kann man das da eigentlich auch als Zwischenziel ansehen. Da ist es aber unangenehm, das zu erreichen. Also, ja, manchmal ist halt der Weg das Ziel, manchmal ist es schon das Ziel das Ziel. In der Vorschule habe ich zum Beispiel gar keinen Bock gehabt auf den Weg, ne? Und naja, ist halt immer unterschiedlich zu betrachten, je nach Situation. Und deswegen kann man es eben nicht allgemein sagen, aber hier bei dieser Geschichte mit dem Zocken kann man schon sagen, dass es irgendwie cooler ist, wenn man das Ziel noch nicht erreicht hat.
So, und ich habe jetzt irgendwie relativ kryptisch geredet. Ne? Es ging ganz gut los und dann. Ach du Scheiße. Hä? Wo ist denn das? What the fuck? Da hinten, hä? Was geht denn hier? Weg mit dir. Vor allem, der war ja nicht mal. Hier war ja nicht mal ein Villager, oder? Das machen die doch normalerweise hier gar nicht. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht verstanden. Oh, ey, hä? Wieso ist denn da ein Creeper? Wie kommt denn der da rein? Da hinten oder was? Aber ausgeleuchtet ist ja. Na gut, ich muss jetzt beenden. Das war's mit der Folge. Und jetzt lag's auch gar nicht mehr so. Das ist schon mal cool. Naja, jetzt erstmal ciao und bis später.